So, kurzes, knappes Shop-Video. Wir werden uns den nächsten Shop angucken von heute und in erster Linie geht es schon mal unten um den PaySafe-Code. Einfach unten in die Videobeschreibung gucken, da werdet ihr genau rausfinden, wie ihr den Code knacken könnt. Und in dem Video werde ich auch kurz noch die Zahl erwähnen. Also ruhig das Video bis zum Ende gucken, die Zahl wird definitiv bekannt gegeben, die 12. dann. Wenn du noch kein Abonnent bist, gerne ein Abo dalassen. Wie gesagt, bei mir auf dem Kanal dreht sich eigentlich alles um Fortnite. So, wir gehen direkt mal rein. Was haben sie denn jetzt hier alles rausgehauen? Fangen wir mal vorne an. Neue Hängegleiter. Okay. Ist mal was ganz anderes. Definitiv. Dazu noch hier der Skin, der Motorhumpel. Dazu noch der passende Rucksack. Also alles im Allen 800, 1600, 1800. Die komplette Kombi. Also schlecht finde ich ihn jetzt nicht. Ja, jetzt kommen wir natürlich zu den legendären. Panda, aber der fällt halt einfach zu sehr auf in der Welt. Das ist halt das Problem. Den Skin kennt man natürlich auch noch. Den Wukong. Ja, der Bambus und Wolken passt natürlich perfekt. Hat so ein bisschen was von WoW, Mist of Pandaria. So, sieht hier der Rücken aus? Klar, passend. Der Skin ist einfach nice. Aber du fällst halt wirklich auf in der Map. Durch das Goldene und alles, du fällst einfach auf. So, hier sind immer noch Endzone, Spike, Defensive Tackle, Linebacker und Blitz. Dann immer noch die Hacken, müssten eigentlich immer noch dieselben sein wie gestern. Pfeifenkriegerin ist auch noch da, der Streifensoldat auch noch, goldener Football auch, das Football-Tor ist auch noch da und die Messhacke. Ich komme auf die immer noch nicht klar, weil die ergibt einfach absolut keinen Sinn in meinen Augen. Oder kann mich einer aufklären, denn was wird die beim Football benutzt? Keine Ahnung. So, dann haben wir die Expertin mit ihrem Täschchen am Rücken. Sieht eher aus wie Apple. Apple nur mit Fortnite-Zeichen. Was? 1200 vom Rücken. Ah ja. Dann haben wir als Tanz Schrittwechsel. Musik passt irgendwie nicht. Ne, die Musik passt nicht. Dann haben wir noch das Lufthorn. Das ist natürlich geil eigentlich. Ich weiß noch nicht, wie laut das Ingame ist. Oh Gott, was ist das denn? Oh je. Das ist ja für Kindergartenkinder. Man merkt, dass ich früher nie den Shop angeguckt habe. Das braucht ja wohl kein Mensch. Das könnte es umsonst geben. So, dann haben wir noch Matchball. Ah, Serena Williams also. Naja, wollte ich jetzt nicht so. Das Einzige, was gut aussieht, sind die Schuhe. So, dann Tarnung. Na, die Tarnung hat was. Hat definitiv was, die Tarnung irgendwie. Boah, auf dem sieht es natürlich geil aus. So, würde ich sagen, war es das mit dem Shop, aber ich, der Skin. Fällt halt auch zu sehr auf. Ich will halt nie so Skins haben, die noch mehr auffallen auf der Map. Ein
ich überlege, von Monte, das ist den Elfer, ich habe den ja auf meinem anderen Account. 2000 V-Bucks, ey, das ist die Hälfte von dem, was ich habe. Aber dann würde ich sagen, war es das mit dem Shop-Video jetzt. Und jetzt kommt noch der Code. Die nächste Zahl ist die 5. Also die letzten vier Zahlen sind derzeit 7, 4, 2, 7, 4 und die 5. Und wenn dir das Ganze gefallen hat oder du mehr erfahren willst über mich und alle Videos und Aufgaben und Trading Cards, was auch noch alles kommt für Fortnite, gerne abonnieren, Like nicht vergessen, schreibt gerne was in die Kommentare, wie ihr die Skins heute so findet. Und dann bin ich erstmal raus, in dem Sinne, haut rein.